auch, ja, ihr wolltet unbedingt meinen New York Haul haben und den bekommt ihr jetzt auch. Ich habe natürlich auch viel zu erzählen, aber ich denke, wenn ihr nochmal auf den Kanal von NYX Germany geht, da sind ja Videos hochgeladen von unserem Trip in New York, was wir so alles erlebt haben. Wir durften ja einen Helikopterrundflug machen. Wir waren in Sister Act, alles organisiert von NYX Germany. Wir waren auf dem Times Square. Wir waren im Empire State Building. Wir haben dieses Flatiron Building gesehen. Es war wirklich unglaublich. Ja, teilweise wirklich stand ich an irgendwelchen Ecken und konnte gar nicht glauben, dass ich wirklich in Amerika bin. Vor allen Dingen war es auch Wahnsinn, dass wir auf dieser MTV-Party waren, in dem privaten Haus, glaube ich, eines der MTV-Bosse oder so. Und wir durften tatsächlich nach oben gehen in seine Privaträume und uns das angucken. Und ich musste mir immer selbst wirklich vor Augen halten, ich bin jetzt auf einer Party in Amerika mit berühmten Leuten. Da waren Sänger und es war wirklich alles ein bisschen irreal. Aber schon geil. So. Wie gesagt, schaut euch einfach nochmal die Videos an auf dem NYX-Kanal. Und ja, da sieht man das alles nochmal, wie wir vor Ort da durch die Gegend gelaufen sind. Ich gucke auch nochmal, ob ich hier vielleicht nochmal das eine oder andere hochlade, wenn ihr möchtet. Also ich habe das Hotelzimmer gefilmt natürlich und hier und da noch ein paar Aufnahmen gemacht, die ich nicht auf dem NYX-Kanal hochgeladen habe. Weil ich dachte, die gehören da irgendwie nicht hin. Also so Sachen, die ich so zwischendurch einfach mal gefilmt habe. Ja, nun kommen wir zum Haul. Das könnte ein längeres Video werden. Wir sind ja erstmal in dem Hotel angekommen und dort warteten riesige Pakete auf uns mit Geschenken von NYX Amerika. Eigentlich hieß es, wir durften uns ein paar Sachen aussuchen, also so ein paar Teile, und dann haben wir wirklich riesen Pakete gekriegt mit Unmengen von Geschenken. Ich konnte es nicht glauben. Ah, mir fällt gerade noch ein, da ist noch was. Sekunde. So. Und ging es erstmal ins Auspacken. Das war ganz gut, weil ich habe in ganz New York nicht einen Laden gefunden, wo man NYX kaufen konnte. Deswegen war es ganz schön, dass wir schon mal ein paar Sachen bekommen haben. Ja, ich werde dann mal versuchen. Also in diesem Paket war unter anderem eine Flasche Wein und eine Packung Schokolade. Postkarten und dann halt natürlich viele NYX-Goodies. Wir haben unter anderem diese Kosmetiktasche bekommen, die ist von Henry Bendel, falls das richtig ausgesprochen wird. Ich habe das Preisschild noch, das Preisschild war dran und ich möchte nicht sagen, wie viel die gekostet hat, aber sie war wirklich sehr teuer. Also das war schon mal der Wahnsinn. Ja, man fühlte sich ja ein bisschen wie ein Promi. Meine Haare machen wieder komische Sachen heute. Übrigens, wenn ihr wissen möchtet, was das hier für Look ist, dazu gibt es ein Tutorial auf dem NYX-Kanal. Das habe ich geschminkt jetzt gerade eben mit der Butt Naked Palette. Das könnt ihr euch dann da angucken. Übrigens gibt es da auch noch jetzt bald ein mega riesen Wahnsinns-Gewinnspiel, wo es im nächsten Jahr dann nach L.A. gehen soll. Also abonniert fleißig diesen Kanal, damit diese Reise wirklich stattfinden kann. Weil, ja, und Facebook müsst ihr natürlich alle auf Gefällt mir klicken, weil wenn 50.000 Fans erreicht sind, dann geht es an die Verlosung dieser Reise im nächsten Jahr nach L.A. Und dann für eine ganze Woche. So, zurück zum Thema. Also, ich hatte mir ausgesucht, weil ich habe natürlich nicht das komplette NYX-Sortiment hier in meiner Wohnung. Meine Wohnung ist nicht besonders groß. Aber ein paar Sachen habe ich halt schon und deswegen, als es hieß, wir dürfen uns ein paar Sachen aussuchen, war ich natürlich so, was nimmst du denn jetzt? Ich habe mich dann einfach für so ein paar Monolidschatten entschieden, weil ich so ein paar Paletten habe ich ja schon. Ich habe diese All I've Ever Wanted Box, da sind unheimlich viele Farben drin. Von den Megashine-Glossen, die ich ja total toll finde, habe ich natürlich auch schon ein paar.
Und da war jetzt nichts, wo ich sagen würde, ah ja, ich wollte auch nicht so was Teures nehmen. Ne? Und Foundations ist ja immer so schwierig, das irgendwie dann die Farbe rauszukriegen. Deswegen habe ich mich einfach für so ein paar Monolidschatten entschieden. Und zwar, was war das hier? Ich glaube, irgendeiner gehört da nicht zu. Der geht dahin. 2, 4, 6, ja genau. Also ich habe einmal Nutmeg. Ich zeige euch die Nummer schnell. Nutmeg, der sieht so aus. So ein schimmerndes Mittelbraun, würde ich sagen, so ein Goldbraun. Dann haben wir einmal Root Beer. Ja, ich habe sie so ein bisschen nach dem Namen ausgesucht. Also Root Beer. Stellst du wohl scharf. Danke. Ja, entschuldigt bitte meine Fingernägel, aber ich habe jetzt. Das ist so ein eher mattes, dunkleres Braun. Dann habe ich Green Tea. Ich glaube, es ist Blödsinn, die reinzuhalten, weil das zu lange braucht zum Fokussieren, oder? Das ist so ein helles Grün, halt grüner Tee-mäßig mit so Glitter drin. So. Dann habe ich Smoky Mountain. Den Namen halte ich jetzt mal nicht rein, weil ich denke mal, den habt ihr jetzt auch so verstanden. Ist auch ein dunkles Braun mit goldenem Schimmergitter drin. Dann habe ich Frosted Flake. Das ist so ein, ja, so ein, ich würde sagen, ein helles Taupe. So ein ganz helles Grau, Graubraun. Der sieht so aus. Und Seafoam Green. Das ist so ein Meer, Meerestürkis. So. Dann waren wir ja noch auf dieser, wie gesagt, MTV Party und da stand so ein kleiner Tisch aufgebaut mit so ein paar NYX-Produkten und da hatte ich mir auch nochmal drei. Da ist mir noch wieder was eingefallen. Drei, den habe ich euch aber schon gezeigt. Lidschatten und einen Jumbo Eye Pencil weggenommen. Weggenommen. Durfte man halt, ne? Das ist jetzt Sparkle Green. Das ist der Jumbo Eye Pencil. Das ist so ein grün-petrolmäßig mit so, da ist Glitter dran. Dann hatte ich mir, ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt auf dieser Party genommen hatte oder ob der in meinem Päckchen war. Mermaid Green. Ist auch so ein Grünton, ja, man merkt grün und braun, es ist Herbst. Den und zwei knallblaue, den einen hatte mir Franzi in die Hand gedrückt, ich weiß aber nicht mehr welche, welche. Da habe ich einmal Maui, das ist so ein echt schönes schönes Blau. So und einmal Azur oder Azur Sky. Ist nochmal blau. Und der ist so ein. Ja, das ist mehr so ein Petrolblau. Gibt es Petrolblau und Petrolgrün eigentlich oder ist Petrolsonne? Ist auch egal. Und der ist eher matt. Ich denke mal, wenn man den im Sommer so aufs bewegliche Lid gibt, bisschen ausblendet, dann knallt das bestimmt richtig geil. So, das sind jetzt alles meine neuen NYX. Lidschatten. Dann waren wir natürlich auch in ganz vielen Geschäften. Wir waren in mehreren Sephoras. Ich habe ordentlich eingekauft. Ich habe mit Sicherheit irgendwas vergessen. Aber ich habe jetzt gerade nochmal so geguckt. Wenn ich was vergessen habe, dann ist das eben so. Dann kann man da jetzt auch nichts mehr dran ändern. Also einmal habe ich mir bei H&M diese Strickjacke gekauft, die ich jetzt anhabe. Die hat hier so ein Band zum Zubinden. Und versuche mal gerade. Die geht halt so bis hier. Das T-Shirt, was ich drunter habe, das rutscht immer hoch. Ist ein bisschen doof. Ja, die habe ich mir da, wie gesagt, bei H&M gekauft. Dann habe ich mir bei. Wir waren auch bei Victoria's Secret. Und meine Güte, sind die Sachen da teuer. Das gibt es ja gar nicht. Da hab ich wollte unbedingt da was kaufen, weil wie oft komme ich da schon mal hin? Und dann habe ich dieses Shirt entdeckt. Das sieht jetzt extrem schmal und klein aus, aber das dehnt sich noch ordentlich.
Hoffe ich. Aber es gab es nur noch in XS oder in L, glaube ich. Und da steht halt vorne das drauf. Und das fand ich halt geil. Dass hier hinten so Flügel drauf sind. Ich weiß nicht mehr, was es gekostet hat, aber es war nicht billig. Und dann habe ich, als ich an der Kasse stand, habe ich das noch gesehen. Das ist so ein Bodyspray und das ist Oh, What Fun Is Pink. Das ist das. Das habe ich dann halt noch mitgenommen. Das war das Einzige, wirklich, was nicht so wirklich widerlich, künstlich süß gerochen hat. Ach so, in meinem NYX-Paket war noch was drin. Ein paar Sachen waren da waren noch mehr Sachen drin, aber die werde ich irgendwann verlosen, weil ich mit den Sachen nicht so viel anfangen kann. Deswegen möchte ich die jetzt nicht zeigen. Zwei Mascaras waren da drin. Die gibt es hier noch nicht. Ich hoffe, die kommen, weil diese hier zum Beispiel, Le Frou Frou, die finde ich richtig cool. Die benutze ich, seitdem ich die habe, jeden Tag. Die finde ich richtig toll. Und dann haben wir einmal Zazazu. Das ist eine mit so einem ganz, ganz fetten Bürstchen. Also die benutze ich jeden Tag, diese zwischendurch, weil ich komme mit so ganz, ganz großen Bürstchen nicht so gut klar. Und dann war da noch ein Lippenstift drin, und zwar ein matter Lippenstift. Und zwar ist das die Farbe Audrey. Der sieht so aus. Bei mir kommt der sehr knallig raus, deswegen ist das, glaube ich, doch nicht so meine Farbe. Aber naja. So, dann wie gesagt waren wir bei Sephora. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Da gibt es ja diese Rollerballs, also Parfums mit so Rollern. Und ich liebe Calvin Klein Beauty. Und das gab es halt einmal als Rollerball. Und das ist halt sehr praktisch für zwischendurch und so. Und das riecht so... Oh, das riecht so wahnsinnig toll. Der Wahnsinn. Ja, das habe ich einmal mitgenommen. Buchs genommen, wo ich das alles reingetan habe. Dann habe ich mir, ich Pinsel-Junkie, habe mir zwei Sephora-Pinsel mitgenommen von der Eigenmarke. Die sehen dann so aus. Also es gibt mehrere verschiedene Sephora-Eigenmarke-Pinsel, aber ich fand die halt so geil, weil die mich auch an die Real Techniques-Pinsel erinnern. Und die sind ja wohl mal der Knaller. Dieser hier, der lilane, ist jetzt ein Blending. Der hat 237 als Nummer. Und den benutze ich ganz gerne so hier unter der Augenbraue. Und dann habe ich einmal den, der pinke ist Natural Foundation. Der sieht so aus. Für einen Foundation-Pinsel ist er mir eigentlich doch schon ein bisschen zu klein, aber für Rouge finde ich den klasse. Für Rouge benutze ich den echt gerne und der sieht ja auch mal der Hammer. Die waren auch nicht gerade billig, aber ja, wie oft komme ich da schon mal hin, ne? Dann wollte ich von Tarte, Tiffany D. hat in einem Video einen Kajalstift oder Eyelinerstift gezeigt und den wollte ich eigentlich haben. Emphasize, irgendwas, keine Ahnung, Gel, Eyeliner, ich weiß nicht genau. Den habe ich aber, den habe ich dann geswatcht und dann ist er mir beim Swatchen direkt abgebrochen und ich gedacht, nee, wenn er so weich ist, dann lass den mal lieber da. Dafür habe ich aber zwei von diesen Blushes entdeckt. Das hier ist einmal Exposed, den habe ich auch im Tutorial schon gezeigt. Und die sind so toll, die sind so toll. Wie gesagt, den hatte, oh, meine Nägel sehen aus. Tiffany D. und andere YouTuber hatten den auch schon in Videos gezeigt und den wollte ich ganz gerne haben. Von den beiden, die ich gekauft habe, gab es übrigens genau von diesen beiden keine Tester. Und ich habe sie quasi blind gekauft. Dann habe ich noch mitgenommen Blushing Bright. Der ist auch sehr, sehr schön, aber der enthält so Glitter- oder Schimmerpartikel. Aber die Farbe ist toll, aber so für Feiertage finde ich... ich weiß auch nicht, ob sich der Glitter dann auflöst, quasi, wenn man den öfter benutzt hat. Ob der nur oben drauf ist oder ob der wirklich mit drin sitzt, das weiß ich noch nicht. Dann habe ich mir mitgenommen einmal diesen Beauty Blender Dupe. Eigenmarke Sephora. Damit habe ich aber jetzt noch nicht so viel rumexperimentiert. Heute so ein bisschen rumexperimentiert, aber der kommt mir irgendwie sehr hart vor. Ich weiß nicht, ob das so muss oder keine Ahnung. Ich musste mich da noch so ein bisschen rantasten. So, natürlich waren wir auch bei MAC. Ich habe bei MAC tatsächlich nur ein einziges Produkt gekauft, wo ich
Wobei ich im Nachhinein sagen muss, ich weiß gar nicht, ob es da jetzt wirklich so viel günstiger war als hier. Und zwar habe ich mir mitgenommen die Fast Response Eye Cream. Eine Augencreme, weil ihr wisst ja, ich habe immer hier so Augenringe und so Probleme und so. Und habe ich gedacht, probiere ich jetzt mal die aus. Aber mal ganz ehrlich, ich benutze sie jetzt, seitdem ich wieder da bin. Das ist ja jetzt schon ein paar Tage. Immer morgens, sie liegt im Kühlschrank bei mir und ich habe nicht wirklich einen Unterschied festgestellt. Also, naja. Naja. So, dann waren wir natürlich. Nee, da waren wir nicht. Dann habe ich mir halt so ein großes Set gekauft. Das war halt unter anderem diese Box, da war nochmal eine Umverpackung drum. Das hieß irgendwie Sephora's Bestsellers oder so. Und da waren ganz viele einzelne Teile drin in kleinen Größen. Und als ich es gesehen habe, habe ich gedacht, das ist definitiv meins. Da sind ganz viele Sachen drin gewesen, die ich sowieso mal ausprobieren wollte. Und die anderen Sachen habe ich dann gedacht, die kann ich ganz cool verschenken. Die Sachen, die ich verschenken möchte, zeige ich jetzt natürlich nicht. Aber die Sachen, die ich unbedingt haben wollte aus diesem Set, die zeige ich euch einmal. Und zwar war hier drin einmal von Philosophy die Hope in a Jar Feuchtigkeitscreme. Da sind drin. Da ist was drin, aber hier steht nicht wie viel, glaube ich. Naja, egal. Dann von Laura Mercier. Ihr wisst ja, ich bin Tinted Moisturizer Junkie so ein bisschen. Der war da drin in so einer kleinen Größe. Hier sind 30 Milliliter drin und das ist Nude, glaube ich. Irgendwo stand das auch drauf. Der hat Lichtschutzfaktor 20 übrigens. Ich meine, da, Nude. Also der war da drin. Dann war da drin von Smashbox ein Fotofinish Foundation Primer mit 15 Milliliter Inhalt. Und von NARS, das hatte ich auch schon in meinem Tutorial gezeigt, der Orgasm Illuminator. Also wirklich ganz viele tolle Sachen, wo ich gesagt habe, yay, finde ich gut. Dann ein Urban Decay Lidschatten und zwar die Farbe Sin. Der sieht so aus. Auch total schön und buttrig und hier auf meinem Ringfinger. Voll schön. Voll schön. Da, irgendwo. Und dann war da auch nochmal so ein Rollerball drin. Und zwar von Daisy von Marc Jacobs. So ein eher Frühlingsduft, würde ich sagen. Aber den, wenn das so weitergeht, ist ja morgen schon Frühling. Ja. Natürlich waren wir auch in diversen Drogerien. Ah, jetzt ist mir noch was eingefallen, was ich vergessen habe. Also, da habe ich mir unter anderem einen Essie Good To Go gekauft. Den habe ich aber jetzt vergessen, aber den muss ich euch ja nicht zeigen, glaube ich. Und dann habe ich mir ein paar Sachen gekauft. Ich habe mit Sicherheit irgendwas vergessen, weil ich habe definitiv noch mehr gekauft. Ich habe unheimlich viel Geld ausgegeben, aber naja, wie oft kommt man schon nach New York, ne? Ich gucke ja ganz viele englische und amerikanische YouTuber und die schwärmen in letzter Zeit öfter mal von den Haarpflegeprodukten von Tresemmé. Und dann habe ich mir so ein kleines Shampoo gekauft, for dry or damaged hair, weil meine Haare waren in Amerika echt ganz schön ausgetrocknet, muss ich sagen. Und dann habe ich mir das halt geholt. 3 Milliliter sind da drin. Ich weiß die Preise nicht mehr, keine Ahnung, fragt mich nicht. Und hier so ein Anti-Frizz Secret, so eine Creme für die Haare. Die man immer so, wenn man fertig ist mit Styling, so kann man die noch so reingeben, um dem Ganzen so ein bisschen mehr Struktur zu verleihen. Und die riecht auch total lecker. So schön frisch. Dann habe ich mir gekauft, ist vielleicht eher nicht interessant, weiß ich nicht, aber zweimal dieses Secret Deo. Das gibt es in Deutschland nicht mehr. Das gab es hier mal, aber aufgrund irgendwelcher Inhaltsstoffe wurde es, glaube ich, verboten. Das habe ich mir da geholt, weil das echt gut ist. Ich mag das sehr gerne. Und auch in meinem Tutorial gezeigt von Neutrogena, die Healthy Skin Liquid Foundation SPF 20. SPF 20. 20. Einfach eine Foundation. Ich hätte vielleicht den Ton heller nehmen sollen, aber den Ton heller, genau den hatten sie nicht mehr. Und ich konnte natürlich nicht warten. Das ist jetzt Nummer 70, Fresh Beige. Habe ich heute nicht drauf, also mich nervt es nur ein bisschen, dass die hier keinen Pump-Mechanismus oder so hat, also
wenn man das immer so auf die Hand kippen muss, dann geht einem doch viel Produkt verloren, finde ich. Aber da habe ich einfach nicht drüber nachgedacht. Naja, so war. Das war es, glaube ich. Glaube ich. Wie gesagt, ich habe mit Sicherheit irgendwas vergessen. Ach ja, das aus meinem Weihnachtstutorial, dieses grün-schwarz gestreifte Strickkleid. Das habe ich auch bei Macy's gekauft. Das ist aber jetzt in der Wäsche. Und ja, ich glaube, das war's. Dann habe ich halt auch so ein paar Weihnachtsgeschenke gekauft. Und also ich sehe jetzt nichts mehr groß hier, was ich da gekauft habe. Könnte. Aber reicht ja auch, ne? So. Dann, falls ich es noch schaffe, dieses Video vor Silvester hochzuladen. Ich räume schon mal wieder auf nebenbei. Wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Kommt gut ins neue Jahr. Und ich glaube, meine Jahresfavoriten für 2011 werde ich dann tatsächlich erst Anfang des neuen Jahres hochladen können. Wenn ihr das möchtet oder wenn euch das nichts ausmacht, schreibt mir das einfach mal in die Kommentare, ob ich das dann tun soll. Dann mache ich das natürlich gern. Und ja, dann hoffe ich, wir sehen uns immer im nächsten Video wieder. Bis bald!